Und der nächste Redner ist Gerhard Kanyak von den Freiheitlichen. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin, sehr geehrter Minister und Staatssekretär. Ja, der desaströse Rechnungsabschluss 2022 und der zugehörige Rechnungshofbericht sind wahrlich kein Anlass für Lobhudelei, wie wir es heute schon von den Regierungsfraktionen gehört haben. Und es passt auch sehr gut ins Bild, wenn sich ein Abgeordneter Hanger von der ÖVP hier herstellt und der Rechnungshofpräsidentin am liebsten das Recht zum Berichten über diesen desaströsen Abschluss nehmen würde. Ja, das möchte die ÖVP nicht hören, wie schlecht hier gewirtschaftet wurde. Und es passt auch dazu, dass der Abgeordnete Schwarz von den Grünen hier mit der Kirche ums Kreuz argumentieren muss, um irgendetwas Positives zu finden und den Erhalt der Kaufkraft argumentiert, wo die Staatsfinanzen im Argen liegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Realität ist, dass der Rechnungsabschluss 2022 gezeigt hat, dass der Bund ein negatives Nettofinanzierungssaldo von über 20 Milliarden Euro hat. Bei Einnahmen oder Einzahlungen von ca. 93 Milliarden Euro hat der Herr Finanzminister 113 Milliarden Euro ausgegeben. Und ich glaube, es ist jeder Hausfrau klar und jedem Wirtschaftstreibenden erst recht, dass wenn er nur 93 Milliarden einnimmt, ich keine 113 Milliarden Euro ausgeben kann. Das geht sich nicht aus. Das geht nicht gut aus, Herr Bundesminister. Da müssen Sie endlich eine Trendwende einleiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns kurz zurückdenken. Wir müssen nicht weit in die Vergangenheit schauen. Im Jahr 2019 war für das Budget verantwortlich unter anderem noch ein freiheitlicher Staatssekretär Hubert Fuchs. Und was hat das Staatsfinanzsaldo 2019 ausgemacht? Wir haben auf Bundesebene erstmalig seit Jahrzehnten einen Überschuss von fast 1,7 Milliarden Euro gehabt. In den drei Jahren danach, seit die schwarz-grüne Bundesregierung an der Macht ist in diesem Land und die Verantwortung hat, haben die Staatsschulden um ein Drittel beinahe zugenommen, von 210 Milliarden Euro auf 270 Milliarden Euro. Natürlich waren in dieser Zeit diverse Krisen, das ist gar nicht zu leugnen, aber das katastrophale Krisenmanagement, gerade auch zu Corona und jetzt auch in der Teuerungskrise, das ist ja genau die Ursache für diese ausufernde Staatsverschuldung, Herr Bundesminister, und da tragen Sie ganz maßgeblich Verantwortung. Der Rechnungshof hat zusätzlich festgestellt, dass es mit diesen Schulden, diesem riesigen Schuldenberg ja gar nicht getan ist, sondern dass die Bundesregierung zusätzliche langfristige Finanzierungsverpflichtungen eingegangen hat. Fast 140 Milliarden Euro mittelfristige Verpflichtungen sind hier noch weiter vorhanden, müssen von den Steuerzahlern noch irgendwie bedeckt werden oder durch neue Schulden bedeckt werden. Und das in einer Zeit von steigenden Zinsen und steigenden Refinanzierungskosten. Und wenn man sich nur das Jahr 2022 anschaut, dann sieht man, dass zusätzlich zu den 20 Milliarden Euro Neuverschuldung auch 30 Milliarden Euro Schulden rolliert worden sind, zu deutlich schlechteren Konditionen, als das durchschnittlich vorhanden ist. Und was das bedeutet für die nächsten Jahre aufgrund des hohen Zinsniveaus, was ja auch laut Aussage der EZB-Chefin länger hoch bleiben soll, ist ganz klar, wir haben es hier mit einer Zinsbelastung zu tun für unseren Haushalt, der den Handlungsspielraum für die Zukunft massiv einengen wird und der die Budgeterstellung in Zukunft massiv erschweren wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was wir hier vorliegen haben und das, was diese Bundesregierung hier bietet, das ist weit, weit entfernt von einer nachhaltigen oder verantwortungsvollen Budgetpolitik. Das ist Schuldenpolitik in Reinkultur und das ist eine Bürde für die nächsten Generationen, aber auch und vor allem für die nächste Bundesregierung, die nach der nächsten Nationalratswahl hier die Verantwortung übernehmen soll. Die Handlungsspielräume sind massiv eingeschränkt. Die Möglichkeiten, Strukturreformen, die in diesem Land so dringend notwendig sind, auch tatsächlich zu finanzieren, ist massiv eingeschränkt. Man kann nur zusammenfassend sagen, jedes Monat, dass diese Bundesregierung früher aus dem Amt geht, ist ein Monat weniger Schaden für die Österreicher und für die zukünftigen Generationen. Also Neuwahlen sofort. Vielen Dank. Applaus